Ich schneide. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir genau in den Turm da hoch müssen, um oben, um denn auf diesen Turm zu kommen, weil das ist Südwesten. Das ist genau der Turm. Genau die Ecke, wo wir hoch müssen. Aber also solange wir bei denen immer noch was klauen können, ja. Schon wieder so einer. Auf jeden Fall sind wir aber auf der richtigen Höhe jetzt. Den kriegen wir aber hier nie weg. Also hier in dem Zimmer. Aha. Wo läuft der hin? Der geht jetzt von alleine da hoch. Raumtruhe. Aha, ja klar. Oh. Er liegt so einig hier auf dem Tisch rum. Wenn der sich jetzt wieder verkrümelt, ja, gucken wir noch mal, ob wir da was mitnehmen können. Könnte natürlich auch absolut da hinten losgehen, ja. Weil hier oben liegt eine Karte drauf. Käse. Ja, das muss schnell von innen schnell jetzt gehen. Bisschen Schwein ihr habt gerade. Okay, er kommt die Wand, er kommt hoch, er kommt hoch. Vielleicht nochmal einen Schrank hier muss, um zu verstecken vielleicht. Ist der jetzt hoch oder nicht? Da kommt er. Ah, da haben wir aber Glück gehabt. Ich wollte mich genau in der Ecke, wollte ich stehen bleiben gerade. Jetzt sind wir schon wieder zu hoch. Also die Kleidung muss auf dem seine Etage sein. Okay. Schnell speichern mal. Verlies Burghof. Jo.
Verstehe ich nicht, wo soll denn das hier sein? Ja, völlig in der falschen Ecke. Wir sind zwar auf der richtigen Ebene. Wir sind zwar auf der richtigen Ebene, aber wir sind in der komplett falschen Ecke. Ganz bestimmt voll fies versteckt, wie das mit dem Hammer war. Ja, aber wir sind komplett auf der falschen Ecke. Also im falschen Zimmer sind wir. Mal, wer da ist. Guck mal, wer da ist. Genau der, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Logik. Der, der uns geholfen hat. Geheimnisvolle Ratte. Wir haben einen Teil. Einen Teil haben wir geschafft. Also bis dahin freue ich mich, dass wir bis dahin noch gekommen sind heute. Warum versteckst du dein Gesicht? 100. Du brauchst dich nicht fürchten, Maus. Jedenfalls nicht vor mir. Ich fürchte mich nicht. Hast du mir den Schlüssel hinterlassen? Was für ein Schlüssel? Achso, ja. Ja, du wirkst enttäuscht. Die Nachricht war auf Muridanisch. Aber warum? Muridanisch heißt das, ist das die Maussprache, ja? Ich bin nur überrascht, schätze ich. Weil ich eine Wache bin? Oder weil ich eine Ratte bin? In der Nachricht, die ich gefunden habe, stand, dass du mir helfen wirst. Eine Vorsichtsmaßnahme, okay. Bitte sage mir, wie du heißt. Sing für mich. What? Sing für mich? Das ist aber ein seltsamer Name. Du weißt, was ich meine. Bist du Bade oder Hofner? Wenn du ein Bade bist, dann sing. Aber fass dich kurz. Aha. Die Maite, die nicht singen wollte. Der Himmel im Hupen. Humpen. Im Humpen, im Hupen. Die Krähen. Die Ballade von König Hasenfuß. Ich nehme die Maid. Der Baron von seinem Throne herab an die zarte Maid, die dort stand, voller Leid. Muss ich das jetzt singen? Ich kann nicht singen. Sing das Lied vom vergifteten Kelch, denn mir steht es danach. Aha. Meine liebste Mara, ach, ich bitte dich, überspringen. Das ist ein schönes Lied.
Klingt aber irgendwie unvollendet. Ich schreibe noch daran. Ich weiß noch nicht, wie es enden wird. Verstehe. Vielleicht kann ich dir damit helfen. Dann sag mir, was genau dich hierher führt, Maus. Deine Nachricht hat gesagt, ich soll herkommen, oder? Ich glaube, du weißt bereits, warum ich hier bin. Der mysteriöse Fremde reicht dir eine vertraut aussehende Ludger. Was ist eine Ludger? Diese kleinen Figuren werden von jedem Mäuserich als Andenken an seine Hochzeit und an die Geburt seines Nachwuchses geschnitzt. Ludgars wären aus Holz oder Stein hergestellt und mit Pulver eingefärbt. Kalk steht für die Lebenden und Asche für die Toten. Ludgars werden meistens in einem kleinen Beutel in der Hüfte getragen und gehören zum wertvollsten Besitz eines jeden Mäuserichs. Da die weiß ist, jagt davon aus, dass seine Liebste noch lebt. Ich glaube, die gehört dir. Danke, ja, das stimmt. Wo hast du die her? Aus der Wachstube des Wärters, okay. Jemand, der dir nahe stand? Mera, meine Frau, ich hatte gehofft, dass sie vielleicht hier ist, aber... Ich habe die schwarze Ludger in deinem Beutel gesehen. Ich will nicht darüber reden. Verstehe. Ich kann dir helfen, sie zu finden. Und als als Gegenleistung. Da wir ja die ganze Zeit von Gegenleistung und hin und her sprechen, ja, sollst du etwas für mich besorgen. Also gut, einverstanden. Gut, ich bin Silas. Lass uns anfangen. Also wie hast du vor, Mera zu finden? Captain, einen wunderschönen guten Namen, mein Lieber. Nochmal kurz reingelumscht, ja? Hallöchen, schön startendes Wochenende wünsche ich dir. Alle Gefangenen und Häftlingstransporte in dieser Region müssen in Fort Nagel registriert sein. Wahrscheinlich irgendein Fort, ja, von Juva. Die Zitadelle von Juva, okay. Dir auch, danke, dankeschön. Das regionale Hauptquartier des Rattenreiches, die Zitadelle von Juva, wohnt über der ehemaligen Hauptstadt des Königreichs von Muridea. Was sind das denn für Namen, Alter? Ist jeden Freitag irgendwelche Spiele und irgendwelchen komischen Namen. Sie wird in der Umgangssprache Fort Nagel genannt, da die Rattenwache alle Anzeichen einer Revolution der Mäusebevölkerung aus diesem Fort heraus niederhämmert. What? Okay. Captain Alt Frisch, Alt Jude. Woche vorbei, wa? Oder musst du morgen? Es wird etwas dauern. Das ist ein Sitzchensatz. Es wird etwas dauern, bis meine Nachricht in Juva ankommt. Es wird etwas dauern, haben sie beschrieben, ist egal. Aber sie werden wissen, wo Mera festgehalten wird. Passt soweit, hatte Urlaub. Ein Glückskind, oder? Ein Glückskind. Pilz, Glückspilz. So, ein Stückchen Kaffee noch. Kann mal verdächtig kuschelig schlafen, wenn ich nur einen schönen Kaffee getrunken habe vorm Schlafen gehen. Oh, der ist so ja warm. Wie mild. Eine hoffnungsvolle Nachricht. Hol mir einen Depeschbrummer. Hat ein Depeschbrummer? Okay, aus dem Käfig da vorne. Wo ist ein Käfig? What? Hä?
Brummerkäfig. Ach, Jemine. Was denn das denn? Das ist ein Nashornkäfer. Warum ist das ein Diebesbrummer? Und hier ist der Brummer. Der Brummer! Alles prima. Was sollte denn. Stimmt was nicht? Ich fürchte, die restlichen Brummer sind weggeflogen. Bin ich jetzt wieder ehrlich oder. Ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Ich wollte nur sehen, ob du es auch zugibst. Alter, bin ich eine ehrliche Haut oder was? Warum hast du mich nicht vorgewarnt, dass die davonfliegen würden? Es tut mir sehr leid. Du hättest besser aufpassen sollen. Sie werden sicherlich nicht weit kommen. Halte einfach nach ihnen Ausschau, wenn du in der Burg herumstromerst. Das werde ich. Woran kann ich sie erkennen? Naja, weil brummt wahrscheinlich. Sie geben einen ganz bestimmten Laut von sich. Achte darauf, wenn es dunkel wird. Jetzt lass uns diese Nachricht abschicken. Silas hält den Diebesbrummer in seinen gewölbten Händen, pfeift ihm eine verschlüsselte Nachricht zu. Dann lässt er den Brummer geschmeidig in die Luft aufsteigen. Der Brummer dreht sich mit surrenden Flügeln und fliegt in nördliche Richtung davon. Nach Uva. Sag mal. Hoffnungsvolle Nachricht. Gute Reise, Brummer. Flieg sicher und geschwind. Wie lange wird seine Reise dauern? Also gut, was soll ich für dich tun? Kommen wir mal zum Punkt. Ja. Unter dieser Burg gibt es ein Labyrinth. Schon wieder aus ihr uralten Tunneln. Dort liegt etwas verborgen. Etwas, das du für mich finden sollst. Das muss ja etwas sehr Wichtiges sein. Von unschätzbarem Wert. Okay. Aber du musst total erschöpft sein. Du solltest dich etwas hinlegen. Meinst du, ich habe Zeit zu schlafen? Ich sag denn aber nun gute Nacht, weil ich ja morgen wieder früh hoch muss. Wegen Arbeit und so. Frau Namlos, vielen lieben Dank, dass du echt so lange durchgehalten hast. Wir werden aber auch demnächst zum Schluss kommen. Ich lese das hier noch durch und dann denke ich mal, werden wir auch langsam zum Feierabend kommen. Wir gucken nochmal kurz, mal schauen. Ich werde nicht mehr lange machen, damit wir denn. Wir haben einen guten Schluss, ja. Wir haben viel geschafft, bin ich der Meinung. Wir haben einen guten Schluss getroffen. Wir haben jetzt nochmal 6 Stunden. Wir haben jetzt 5,5 Stunden gespielt. 15 Stunden angeblich. Game. Also kommen wir doch auf 3 Freitage, sag ich mal, ja. Hätte ich nicht gedacht. Okay, gute Nacht. Und abends nur schlaf schön. Und eventuell ist morgen Abend, ja. Wie gesagt, morgen Abend ist wenn angesagt. Mal schauen, ob wir morgen da durchkommen durch das Spiel. Und vielleicht haben wir dann nur noch ein bisschen Duft. Schauen wir mal. Hm? So, jetzt nochmal gucken wir nochmal kurz nach dem Text. Und dann gucken wir auch mal langsam auf die Uhrzeit. Meinst du, ich habe Zeit zum Schlafen? Dafür ist genug Zeit. Ich brauche dich ausgeruht und wachsam. Ich denke, mit dem Satz sollten wir das denn auch belassen. Wenn man dich gefangen nimmt oder tötet, war das alles umsonst. Ja, bis morgen. Bin morgen am Start. Jetzt schläfst du erstmal und kommst du dich durch den Samstag durch da bei dir, ja? Hier. Die Ratte reicht dir einen polierten Schlüssel. Du kannst dich in meiner Bleibe hinlegen. Ich werde so lange aufpassen. Automatischer Speicherpunkt erstellt, meine Lieben. So. Hier wird die Bleibe sein. Zack.
Die Bohne, mein Lieben. Zack, die Bohne. Brett ran. Silas Truhenschlüssel. Aha. Eine Möhre. Wo ist denn hier jetzt ein Bett? Ach, hier oben ist das Bett. Aha.